dann. Danke. Dann würde ich sagen, wir starten, ne? Ja, herzlich willkommen zum Corporate Learning Sprint zu Liberating Structures. Ich freue mich mega, dass wir so viele Leute sind. Im Moment aktuell 56, so viele Interessierte, einige bekannte Gesichter oder bekannte Namen in der Chatliste. Ich bin sehr gespannt, habe eben schon getwittert, bin auch ein bisschen aufgeregt, es ist auch das erste Mal Liberating Structures online. Wir haben recht viel Hintergrundgeräusch. Schaltet euch bitte alle stumm, also alle, die neu dazukommen. Ja. Ich habe euch jetzt mal alle stumm geschaltet. Jürgen, du musst dich nochmal aktivieren. Jürgen, du bist noch stumm. Ach so, ich war jetzt auch stumm. Ja, 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 auch nur Teilnehmer. Alles gut, muss man nur drauf andenken. Gut. Super. So, also das ist jetzt der dritte Anlauf, dann klappt es auch. Alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zum Corporate Learning Sprint zu Liberating Structures. Ja, wir sind eine ganze Menge Leute, über 50, einige bekannte Gesichter, bekannte Namen in der Chatliste. Ich freue mich total, bin ein bisschen aufgeregt, ist zum ersten Mal Liberating Structures online, auch für mich was Neues, wieder was zum Lernen. Hinweis zur Technik, der Daniel hat euch schon alle jetzt zwangsstumm geschaltet. Ihr könnt euch aber entstummen, wenn ihr euch was beitragen wollt. Oder aber, wenn es für die Sessions nötig ist, dann wird Daniel auch im Zweifel alle wieder freischalten euch. Wen die Kamera stört, wir zeichnen diesen CL-Sprint auf. Wer nicht aufgenommen werden möchte, muss dann seinen Meeting, also seine Kamera im Prinzip einfach nur ausschalten. Das sollte reichen. Ja, vielleicht zwei Worte zum, wie kam es zu diesem Sprint? Der Karl-Heinz hat mich im Frühjahr auf einer Veranstaltung angesprochen und meinte, es wäre doch mal schön, wenn man was zu Liberating Structures machen könnte. Ich fand die Idee sofort klasse. Nur ich brauchte noch jemanden, der nicht so wie ich als Einäugiger unter den Blinden da rumläuft, sondern ein bisschen mehr Ahnung hat. Und über mein WOL-Netzwerk hat es dann gut gepasst. Über die Marit sind wir dann zu Daniel gekommen und der ist, ja. Ist mal Profi bei Liberating und Dankeschön, dass hier geklappt hat mit euch. Das Thema des Abends ist Liberating Structures. Ich teile meinen Bildschirm. Ich mache das so, dass ich möglichst viel darstelle, falls der eine oder andere nicht ganz so guten Ton hat. Ich werde aber auch gleichzeitig alles sagen. Das Thema ist heute echte Beteiligung, was gleichzeitig auch eins der Kernthemen von Liberating Structures ist. Ich will euch zu Beginn einmal zeigen, warum wir das machen, den sogenannten Purpose aufdecken. Das ist ein Begriff, ein Kernbegriff aus der Liberating Structures Welt, das Was und Warum. Ich will mit euch gerne, ich will gerne, dass ihr Liberating Structures LS heute selbst erlebt in diesem Webinar. Also es wird höchst interaktiv werden, zumindest an einigen Stellen. Ich will, dass ihr die Mechaniken herkömmlicher Interaktionsstrukturen, wie beispielsweise der Präsentation, das, was ich gerade tue, oder einer offenen Diskussion verstehen lernt, erkennt. Und warum? Ich will bei euch Begeisterung für Liberating Structures entfachen. Das ist mein absolutes Herzensthema und ich bin total überzeugt davon, dass es einer der wenigen Chancen ist, wie wir wirklich wirksam miteinander interagieren und arbeiten können. Ganz kurz, wer bin ich? Ich bin Daniel Steinhöfer. Ich bin agiler Coach und Trainer bei der fantastischen, sympathischen, tollsten, klügsten Consulting Company in Hamburg und Hannover sitzen wir. Ich benutze Liberating Structures seit mehreren Jahren täglich in meiner Arbeit. Gleichzeitig gebe ich bei Firmen Inhouse-Workshops mit und über Liberating Structures und gelegentlich bieten wir als Holisticon auch öffentliche Workshops an, wo man
mit oder über Liberating Structures etwas lernen kann. Was euch wahrscheinlich viel mehr interessiert, wir als Firma bieten eine kostenlose App an, wo man den Inhalt der Liberating Structures gut sortiert nachlesen kann. Wir bieten sogenannte Design Cards an, die helfen, mit Liberating Structures umzugehen. Ich schreibe gerade an dem Buch Entscheidungsfindung revolutionieren mit Liberating Structures, das ganz bald endlich rauskommt. Und gleichzeitig könnt ihr auf den beiden Seiten liberatingstructures.de und EU einerseits eine deutsche Übersetzung der Strukturen finden und auf .eu gibt es Informationen über Deutschland und europaweite Workshops zu dem Thema. So, das war's mit dem Werbeblock. Ich will kurz über das Konzept von heute sprechen. Ich habe schon erwähnt, ich will gerne mit euch gemeinsam Liberating Structures ausprobieren und auch euch die Möglichkeit geben, über das Erfahrene heute zu reflektieren. Gleichzeitig werde ich einen Impulsvortrag im Mittelteil zu Liberating Structures und konventionellen Interaktionsstrukturen halten. Wir werden für die Liberating Structures selber sogenannte Breakout Rooms von Zoom verwenden. Also deshalb haben wir uns heute Abend auch für dieses Tool entschieden. Das werdet jetzt recht schnell verstehen. Ich werde euch zufällig in kleinen Gruppen auf separate Räume aufteilen. Ich werde vorher ansagen, wie lange ihr in diesen Räumen verweilt. Dann bekommt ihr in der Regel einen Hinweis, 60 Sekunden vor Ablauf der Zeit, dass der Breakout-Room sich schließen wird. Das bedeutet nicht, dass ihr auf diesen Knopf drücken sollt, sondern dass ihr 60 Sekunden Zeit habt, um in Ruhe eure Gedanken zu Ende zu bringen. Ich betone das, weil oft Leute dann direkt in den Hauptraum zurückkehren, aber ihr habt dann noch 60 Sekunden, um zu Ende zu sprechen. Es könnte hilfreich sein, im letzten Drittel Zettel und Stift parat zu haben. Und es wird am Ende eine Fragerunde geben, wo ihr die Chance habt, noch Fragen mir zu stellen, die offen geblieben sind. So, ich will gleich mit euch anfangen mit der ersten Liberating Structure. Die nennt sich Impromptu Networking. Und die hat den Sinn und Zweck, Herausforderungen zu teilen und Erwartungen zu teilen und neue Verbindungen aufzubauen. Und dazu lade ich euch ein, gleich in Breakout Room mit eurem Partner, Partnerin dort, euch gegenseitig folgende Fragen zum Thema des Abends zu beantworten. Die erste Frage ist, was wird möglich, wenn du dich beteiligt fühlst und was findest du daran herausfordernd, alle zu beteiligen? Also was passiert mit dir, was erlaubt es dir, wenn du dich beteiligt fühlst, was findest du anstrengend daran, alle zu beteiligen? Wenn du mit diesen beiden Fragen nichts anfangen kannst, dann unterhalte dich mit deinem Partner, was eigentlich für dich Beteiligung bedeutet. Ich werde euch jetzt für 4 Minuten lang in die erste Breakout-Session dirigieren. Na, ich muss das gerade konfigurieren. Möglicherweise seid ihr auch zu dritt. Und die Mikros müssen wieder ein, dann wird das mit dem Unterhalten leichter. Genau, Mikros wieder ein. Gut, die erste Session beginnt. Ihr habt 4 Minuten. Nach 3 Minuten seht ihr dieses Pop-up-Fenster zum Zurückkehren. Viel Spaß. Das läuft ja technisch wunderbar. Also, nicht so schlimm. Ich habe gemerkt, bei einigen hat es nicht so richtig mit den Räumen geklappt. Das ist nicht so schlimm, weil diese Structure nämlich vorsieht, dass wir dieselben beiden Fragen nochmal mit einem anderen Partner besprechen. Ich werde euch jetzt wieder zufällig auf Räume aufteilen und hoffe, dass es nicht zu oft passiert, dass ihr genau denselben Partner bekommt oder dieselbe Partnerin. Wenn es für den Prozess nicht schlimm ist, machst du vielleicht Dreiergruppen, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass Leute einzeln sind. Genau, ich bin jetzt ein bisschen weniger aggressiv und mache 2 bis 3 Teilnehmer. Also viel Spaß in euren Sessions, ihr habt nochmal 4 Minuten.
Traum. Ich kann dich nicht irgendwo zuweisen. Das ist echt, ging schon mal besser mit der. Bin ich die Einzige? Ja. Dann lass uns unterhalten. Ja, genau. Ja, ganz genau. Was wird möglich, wenn du dich beteiligt fühlst? Ja, ich bin dann hellwach und mit Leidenschaft dabei. Also das ist einfach ein anderes Dabeisein dann, wenn man mich beteiligt. Und häufig ist es ja so, dass man nicht beteiligt wird. Und dann ist man mehr in der Konsumenten. Ja. So, da rein und dort raus. Und was findest du daran herausfordernd, alle oder andere zu beteiligen? Ja, das kommt immer darauf an, um was es sich handelt. Also wenn es jetzt wirklich ein Problem handelt, wo jeder was beitragen kann, ja, dann ist das überhaupt nicht herausfordernd, sondern dann ist es einfach nur eine Sache der Methode, die man da anwendet. Herausfordernd finde ich es nur, wenn man so Leute hat, die eigentlich nur... Dann werde ich mal stumm. Das waren jetzt aber keine 4 Minuten, oder? Wir waren noch gar nicht fertig. Ja, ging schnell. Ich hätte was sagen wollen, wurde abrupt ist unterbrochen. Diesmal viel kürzer. Ja, 3 Personen um 4 Minuten ist schwierig. Können wir so eine Eieruhr mitlaufen lassen? So, ich habe eure Bedenken wahrgenommen. Ich habe euch dennoch stumm geschaltet. Also das ist wirklich gedacht für Paare, was wir gerade machen, also für 2 Personen. Da ist die Zeit wohl ein bisschen kurz. Ich werde jetzt nochmal ein drittes Mal, das ist der dritte Teil, der dritte Schritt dieser Liberating Structure Impromptu Networking, dass ihr genau dieselben beiden Fragen mit einem dritten Partner beantwortet. Ich gehe das Risiko ein, wieder eher ein paar leere Räume zu haben. Dafür habt ihr mehr Möglichkeiten, euch mitzuteilen. Schaut, dass ihr euch die Zeit untereinander fair einteilt. Die 4 Minuten, die jetzt laufen. Willkommen zurück. Ich bin wieder so unverschämt und schalte euch alle stumm. Es tut mir leid, dass es nicht für alle klappt, aber für die meisten. Haltet durch, es wird im Mittelteil auch den Moment geben, wo ihr einfach nur meinen Ausführungen lauschen könnt. Bin ich stumm geschaltet? Nein. Okay, so, das war Impromptu Networking. Wir werden jetzt gemeinsam darüber reflektieren, wir werden es debriefen, was passiert ist. Und zwar nicht inhaltlich, sondern auf der Metaebene. Da es heute um Liberating Structures geht und das eine war, möchte ich euch bitten, die beiden Fragen euch durch den Kopf gehen zu lassen. Zum einen, was war befreiend, also liberating, und was war strukturiert, structured? Wir werden das wieder mit einer Liberating Structure machen. Die nennt sich One, Two, Four, All. Und ist dafür da, jeden in einer Gruppe dabei zu beteiligen, Fragen, Ideen und Vorschläge zu generieren. Weil ich schon mit meinem Zeitplan nicht mehr ganz hinkomme, weil es technisch herausfordernder ist als erhofft, werde ich es etwas variieren. Der erste Schritt wird genauso bleiben. Ich will gerne, dass ihr jetzt euch 1 Minute nehmt, um in Ruhe über diese beiden Fragen nachzudenken. Die Minute läuft. Jetzt werden wir 2 Schritte zusammenfassen, um ein wenig Zeit zu sparen. Normalerweise würde man erst in Paaren zusammengehen und dann würden 2 Paare in 4er-Gruppen zusammenkommen. Ich verkürze das jetzt auf einmal in 3er-Gruppen. In diesen 2er- bis 3er-Gruppen teilt eure Erkenntnisse, unterhaltet euch darüber, was euch zu den beiden Fragen eingefallen ist. Und sobald diese 60 Sekunden laufen, will ich gerne, dass ihr euch auf eine Erkenntnis einigt, die ihr unbedingt mit allen gleich teilen wollt. So, viel Spaß. So, willkommen zurück. Gratuliere, ihr habt gerade fast eure 2. Liberating Structure zu Ende
erlebt. Was jetzt noch fehlt, ist der All-Teil. Ich hoffe, das endet jetzt nicht im kompletten Chaos. Ich will gerne, dass die Gruppe, die denkt, sie hat eine wahnsinnig gute Antwort auf die Frage, was war befreiend, dass ein Vertreter dieser Gruppe sich jetzt entmutet und die Antwort mit allen teilt. Ja, da bin ich schon da. Hier ist der Michael, hallo. Ja, ich war gerade mit der Angelika zusammen. Den Martin haben wir verloren, der war irgendwo im Auto. Wir haben also auf die erste Frage, was befreiend war, die kleine Gruppe ermöglicht eine offene Kommunikation. Also es gibt da keine Hemmschwellen. Und das Zweite, was die Struktur war, das waren natürlich die präzisen Fragen und in dem Zusammenhang auch die Zeitvorgabe, dass man sich wirklich, dass wir uns da auf die Fragen, auf die Antworten auch fokussiert haben. Also es gab auch durch die geringe Zeit keine Möglichkeit zum Abschweifen. Danke. Hat jemand was zu ergänzen? Ich mache einfach mal weiter. André aus Hannover, ich war gerade mit der Katrin aus Kassel zusammen in einer Session. Wir waren zu zweit und haben uns darauf geeinigt, dass das aktive Zuhören definitiv der Faktor war, der jetzt für uns irgendwie am wichtigsten herausstach. Also dass einem aktiv zugehört wird, aber auch, dass man die Chance hat, anderen aktiv zuzuhören, ohne dass andere reinreden. Danke. Dem HD war noch ganz wichtig, dass er festgestellt hat, mit den anderen zusammen, dass man spätestens beim dritten Mal sehr viel konkreter dann sein erstes Gefühl, das man rausplappern konnte, weil man ja eh nicht viel Zeit hat, hiniteriert. Das heißt also, durch das Feedback in der kleinen geschützten Gruppe habe ich die Möglichkeit, meine Position zu fokussieren, zu iterieren, zu konzentrieren. Ja, unsere Gruppe ist ganz kurz gefasst, als erste Erkenntnis die gute freie Rede. Und als zweites die Regeln, nämlich eine klare Aufgabenstellung, die in diesem Falle Fragen beantworten. Claudia hier. Ja. Wir waren zu dritt mit Somnia und Nicole und wir fanden es sehr befreiend, dass wir auf fremde Gesprächspartner getroffen sind in unseren Runden und damit vielleicht noch ein Stückchen freier über unsere Gedanken sprechen konnten. Mhm. Margarete hier. Ja. Wir waren zu dritt. Ich war mit Alexander und Luisa in einem Raum. Und wir haben auch noch das Zufallsprinzip als sehr befreiend empfunden. Es fiel so dieses sich gegenseitig suchen müssen, sich entscheiden müssen. Hallo, Andreas hier. Ja. Also wir haben eine ganz abstrakte Aussage. Wir fanden es befreiend, einfach mal etwas anders zu machen als sonst. Okay, eine letzte Reflexion will ich gerne noch hören, falls es noch eine gibt. Dann machen wir weiter. Eva hier. Ja. Wir waren auch zu dritt. Ich war zusammen mit Anne und Martin. Und wir haben festgestellt, dass es tatsächlich sehr befreiend war für uns alle, dass es gar nicht groß eine Vorstellung gab am Anfang, sondern dass man direkt ins Thema eingestiegen ist und dadurch all diese Kategorien sozialen, die man sonst mit in so einem Gespräch tut, nicht da waren. Das gab so eine ganz besondere Kommunikationskultur, haben wir festgestellt. Okay, danke. Ich kaue euch jetzt das nochmal vor, was ihr eigentlich alle schon gesagt habt. jetzt kommen wir zum Mittelteil, wo ich die Welt der Liberating Structures verlassen werde für eine Weile, um euch etwas zu erzählen. Also, jede Liberating Structure sieht gleich aus und zwar, das klingt jetzt banal, aber das ist wichtig, sie hat einen Namen, der schon ein bisschen beschreibt, was dort passiert. Sie hat einen tieferen Sinn und Zweck, der so ein bisschen auch aufgreift, was ihr gerade kommentiert habt. Also es werden beispielsweise hier neue Verbindungen aufgebaut und Herausforderungen und Erwartungen geteilt und jede Liberating Structure hat ein Symbol, das auch oft schon darstellt, was
was passiert in der Struktur. Liberating Structures machen die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrostrukturen. Mikrostrukturen sind die, die wir selber in der Hand haben, die wir ändern können. Makrostrukturen ist sowas wie Firmenkultur, die Gesellschaft, unser Staat. Mikrostrukturen sind die kleinen Dinge, die wir selber ändern können, wie beispielsweise welche Interaktionsstruktur wir verwenden. Mikrostrukturen setzen sich aus einer Reihe von typischen Elementen zusammen und ich will euch gerne einmal die von Impromptu Networking aufzeigen. Und zwar, jede Mikrostruktur, über die wir heute Abend sprechen zumindest, hat immer eine Einladung. Eine Einladung dient dazu, um Fokus zu erzeugen und die Teilnehmenden oder die Beteiligten auf die Art der Interaktion vorzubereiten. Bei Impromptu Networking ist es teile paarweise deine Herausforderungen und Erwartungen. Heute war es ein bisschen variiert und es war sowas wie teile paarweise deine Meinung oder deine Antworten zu den gestellten Fragen. Jede Mikrostruktur hat etwas zu Raum, Aufbau und Materialien festgesetzt. Wir machen das jetzt virtuell. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man das in echt macht, an dem Impromptu Networking, dann braucht man genügend Platz, damit die Leute und die Paare sich finden können und in Paaren sich austauschen können. Wie werden die Teilnehmer eingebunden? Alle sind gleichermaßen beteiligt. Alle haben die gleiche Chance, ihre Meinung, ihre Ideen zu äußern. Außer man hat das Pech und gerät an irgendeinen Partner, der die ganzen 4 Minuten einer Runde für sich beansprucht. Konfiguration der Gruppen ist das nächste mikrostrukturelle Element. Hier waren es Paare und man hatte dreimal eine andere Konfiguration, einen anderen Partner. Und Schritte und Timing hatten wir 3 Runden à 4 Minuten. Das sind die mikrostrukturellen Elemente von Impromptu Networking. Wir sind ständig aber von einer Reihe von anderen Mikrostrukturen umgeben, die in der Liberating Structures Welt die großen 5 genannt werden. Das sind auch Mikrostrukturen, namentlich die Präsentation. Das ist, was ich gerade tue. Das beinhaltet Vorträge, Reden, Vorlesungen und so weiter. Die offene Diskussion, das ist das, was wir vermutlich jeden Tag in der Arbeit erleben, ein typisches Meeting, aber auch wenn wir mit Freunden diskutieren oder in irgendeinem Chatforum oder so. Dann gibt es die moderierte Diskussion. Das passiert in Talkshows oder einfach in Meetings, wo es einen Moderator gibt oder eine Leitung oder einen Vorstand, der den Fluss der Diskussion kontrolliert und steuert. Oder auch sowas wie in der Schule, wenn der Lehrer entscheidet, wer einen Redebeitrag oder wer eine Antwort geben darf von den Schülern oder in der Uni, welcher der Studenten darf was sagen, der Studentinnen. Dann gibt es das Brainstorming, die Standardwaffe, das geflügelte Wort, um Ideen zu finden. Und die Statusrunde, die wurde, glaube ich, auch gerade genannt, ist das, wie wäre es gewesen, hätten wir eine Vorstellungsrunde gemacht. Das beinhaltet aber auch sowas wie, ich weiß nicht, wer hier aus dem agilen Kontext ist, ein Daily Scrum oder eine Projektstatusrunde oder Stuhlkreise. Genau. Und wir sind umzingelt von denen. Ich mache das jetzt sehr tendenziös, aber das ist, glaube ich, auch der Sinn und Zweck heute. Die großen 5 sind unser Alphabet, mit dem wir täglich in Interaktion treten. Das passiert in Meetings, da scheint es recht offensichtlich, aber auch wenn wir zum Kollegen oder zu Kollegen rübergehen an den Tisch und über irgendwas diskutieren. Wir springen direkt in eine offene Diskussion rein. Oder aber wenn wir einen Workshop haben und dort eine Strategie besprechen wollen oder so, dann bedienen wir uns immer dieser 5 Elemente. Ich will gerne an 2 Beispielen beschreiben, was
die Konsequenzen sind oder beziehungsweise wie diese Mikrostrukturen sich gestalten. Nämlich auch die haben die 5 mikrostrukturellen Elemente. Beispielsweise ist bei der Präsentation die Einladung für euch jetzt gerade, hört mir zu. Ich rede jetzt, hört mir zu. Der Raumaufbau Materialien ist zumindest in diesem Setting, das wir da auf dem Bild sehen, dass vorne der Sprechende steht, das Publikum ist auf ihn ausgerichtet, es gibt Stuhlreihen in größeren Veranstaltungen, es gibt ein Podest. Aber auch im Meetingraum ist es so, alle gucken auf den Monitor oder auf den Sprecher, Sprechende. Die Teilnehmer, wie werden sie eingebunden? Es wird genau eine Person eingebunden, nämlich der, der spricht oder die, die spricht. Und eventuell gibt es am Ende die Möglichkeit, Fragen zu stellen und der Vortragende oder die Vortragende betritt quasi die Domäne der moderierten Diskussion und ruft einzelne Teilnehmer auf oder Teilnehmerinnen, die dann Fragen stellen können oder in eine Diskussion mit dem Vortragenden treten können. Gruppen gibt es genau 2, die sich auch nicht ändern. Es gibt den Vortragenden und das Publikum. Und es gibt in der Regel genau einen Schritt, nämlich den Vortrag oder optional noch einen zweiten Schritt, die Fragerunde. Die Präsentation ist, wenn wir gleich sehen, zu stark oder sehr stark strukturiert im Vergleich zu dem, was wir vorher durchgespielt haben mit den Liberating Structures. Die zweite Mikrostruktur, die ich gerne mit euch durchgehen will, ist die offene Diskussion im Englischen, das Goat Rodeo, da wo man nicht mehr genau weiß, wie was passiert und man im Chaos verweilt, zumindest zeitweise. Dort ist die Einladung wie folgt. Jeder darf alles zu jeder Zeit zu einem Thema äußern. Also mit bisschen Glück geht man in eine offene Diskussion mit einem bestimmten Thema rein. Und dann darf jeder zu jeder Zeit alles äußern. Raumaufbau Materialien ist meistens so, dass man im Kreis sitzt oder um einen Tisch herum. Wie werden die Teilnehmer eingebunden? Jeder, der sich durchsetzen kann, spricht so lange, wie er will, über was er will. Also jeder darf willkürlich in der Tiefe oder sogar im Thema variieren, solange er sich durchsetzen kann. In Konsequenz ist es auch oft so, dass bei einer offenen Diskussion eben die Lauten oder die Mächtigen oder die Experten eher sprechen als die, die sich mit der Rolle des Stillen schon längst abgefunden haben. Es gibt genau eine Gruppe, die ändert sich auch bei einer offenen Diskussion nicht. Und es gibt genau einen Schritt, und der ist meistens genau bis zum Ende des Rasters, des Outlook-Kalenders. Genau, so viel zu den beiden. Die Konsequenzen sind, um beim Thema des Abends zu bleiben, ist in der Regel, dass die Beteiligung sehr gering ist, also bei der Präsentation extrem gering, bei einer offenen Diskussion auch relativ gering, weil sich eben nur wenige durchsetzen. Und in Folge beispielsweise die Motivation der Beteiligten oder der Teilnehmenden sinkt und oft dadurch dann auch die Leute Verantwortung abgeben oder überhaupt gar keine Chance haben, Verantwortung zu übernehmen, weil sie nicht in der Lage sind, gemeinsam die nächsten Schritte zu formen. Also ich kenne das oft so, wenn ich als agiler Coach ein neues Projekt kommt, dann erzählt mir irgendeine Führungskraft, Mann, mein Team ist aber wirklich uninteressiert und ich habe schon alles versucht und habe ihm schon Visionen angemalt und irgendwie übernehmen sie keine Verantwortung. Und dann sehe ich in der Praxis in der Regel, dass es nicht an den Personen liegt, sondern an den Interaktionsstrukturen, dass nur wenigen ermöglicht wird, überhaupt gemeinsam die nächsten Schritte oder den Inhalt mitzubestimmen. Und das sind auch genau die beiden spannenden Dimensionen, die man betrachten kann, wenn man über Mikrostrukturen spricht. Und zwar zum einen, wer ist am Formen der nächsten Schritte beteiligt?
Ist es nur eine Person oder ist es das die ganze Gruppe? Gerade beispielsweise bin ich der Einzige, der bestimmt, wie wir zumindest dieses Webinar weiter gestalten. Nur ich habe gerade die Kontrolle über die nächsten Schritte. Oder würde ich euch jetzt eine Firmenstrategie präsentieren, dann bin ich nur derjenige, der vorgibt, wie unsere Strategie ist. Die andere Dimension ist, wer kontrolliert oder wie wird der Inhalt kontrolliert? Zentral oder können alle den Inhalt kontrollieren? Gerade Beispiel, ich bin der Einzige, der inhaltlich etwas dazu beitragt. Ihr seid alle dazu verdammt, mir zuzuhören. Und wenn man die 5 klassischen Mikrostrukturen hier einsortiert, dann sehen wir die Präsentation links unten, wo die sehr stark strukturiert ist und deshalb nur eine Person erlaubt, die nächsten Schritte zu formen und den Inhalt zu kontrollieren. Das andere, was ich genannt hatte, war die offene Diskussion. Da ist es zwar prinzipiell möglich, dass alle den Inhalt kontrollieren, aber dennoch haben nur wenige die Chance, überhaupt die nächsten Schritte zu formen. Und jetzt kommt das Werbeversprechen. Tada! Liberating Structures sind hier oben. Das ist tatsächlich ernst gemeint. Die Liberating Structures wurden so entworfen, um genau alle jederzeit am kompletten Inhalt und am Formen der nächsten Schritte zu beteiligen. So, was sind eigentlich Liberating Structures? Es sind mehr als 33 Mikrostrukturen, die alle einen ganz spezifischen Sinn und Zweck haben. Warum mehr als 33? In dem Originalbuch von Keith und Henry, die beiden haben 33 beschrieben. In der Zwischenzeit gibt es aber eine Menge weitere, die noch nicht offiziell sind, aber die viele Leute schon verwenden und die auch Sinn machen. Also es gibt bestimmt noch 10 sehr ausgereifte mehr und 50, würde ich sagen, die so im Entstehen sind. Sie sind auf eine Art und Weise strukturiert, sodass die Beteiligung aller ermöglicht wird. Und jetzt kommt eine Übersicht über das Standardrepertoire an den 33 Mikrostrukturen, das zu Beginn unglaublich erschlagend wirkt. Wir haben uns heute zu Beginn Impromptu Networking haben wir durchgeführt gemeinsam und das haben wir dann mit One-Two-For-All debrieft. Das sind so die beiden relativ einfachen Liberating Structures, wo ich euch hoffentlich genug begeistere heute, dass ihr die in den nächsten Tagen direkt mal bei euch in einem Meeting ausprobiert. Wir gucken oder haben uns gerade die Design-Elemente, also die einzelnen mikrostrukturellen Elemente angeschaut. Das ist keine Struktur, aber ich will nur gerne etwas Licht in dieses unübersichtliche Menü bringen. Und wir gucken gerade auf das Menü der 33 Liberating Structures. So, was können Sie? Ihr habt das schon selber erfahren. Das ist auch eigentlich tut das gerade weh, das euch jetzt zu sagen, aber ich will trotzdem gerne einmal durchgehen. Sie sorgen für Klarheit und echte Beteiligung. Sie verhindern beispielsweise Groupthink, also der Mechanismus, wo die wenigen geäußerten Meinungen beispielsweise in einer offenen Diskussion dazu führen, dass die restliche Gruppe annimmt, dass die geäußerten Meinungen die Meinung der ganzen Gruppe widerspiegeln. Und in Folge geht viel Information verloren und Leute treffen Annahmen über die Gruppe, die einfach nicht stimmen. Sie lassen sich in jedem Kontext und jede Gruppengröße anpassen. Einige davon kann man alleine machen. Ich mache manche auch regelmäßig alleine. Jetzt gerade sind wir 70 Leute und versuchen uns durch das Chaos, das online zu probieren, durchzukämpfen. Ich habe das auch schon selbst auf Konferenzen mit über 300 Leuten gemacht und auch schon gesehen, dass andere das mit so großen Gruppen erfolgreich durchführen. Man muss nur bestimmte Dinge dann ein bisschen anders machen. Aber es ist möglich, das auch mit wirklich großen Gruppen zu machen.
Den Satz mag ich so gerne. Sie erzeugen reproduzierbar über durchschnittlich gute Ergebnisse, also insbesondere im Vergleich zu den herkömmlichen 5 Mikrostrukturen. Ist einfach mehr Verlass darauf, dass man gute Ergebnisse bekommt und gemeinsam mit allen beteiligt voranschreiten kann. Und zuletzt, sie lassen sich beliebig kombinieren, um einen größeren Purpose zu bedienen. Was bedeutet das? Jeder dieser Strukturen hat einen bestimmten Sinn und Zweck. Damit kommt man schon recht weit, weil man dieses große Repertoire hat. Aber oft ist es auch interessant, die aneinander zu packen. So wie wir das am Anfang gemacht haben, wir haben Impromptu Networking gemacht, durchgeführt und das dann debrieft mit One, Two, Four, All. Wir werden das jetzt aber an einem bisschen konkreteren Beispiel noch einmal ausprobieren. Das war auch schon der Vortragsmittelteil. Die nächste Struktur, die wir ausprobieren, heißt TRIS. Die entstammt aus der, ist eine starke Vereinfachung einer Methode aus der russischen Ingenieurskunst und ist dafür da, um unproduktives Verhalten zu stoppen und Raum für Innovation zu schaffen. Wir haben unser Alphabet schon ein wenig erweitert, deshalb habe ich das jetzt so geschrieben. Ich will gerne mit euch ein 1-3 machen. Und zwar sollt ihr euch erst für euch eine Minute lang in Ruhe überlegen, wie kannst du garantieren, dass du in deinen Interaktionen niemanden beteiligst, sodass ihr keine gemeinsamen Resultate erzielt, alle Teilnehmenden frustriert voneinander sind und übereinander herziehen. An dieser Stelle ist es nun hilfreich, wenn ihr Zettel und Stift oder irgendwie eine Möglichkeit habt, um euch Notizen zu machen. Bitte überlegt euch eine Minute lang Methoden, die das garantieren. Was kannst du an verrückten Ideen, kleinen Dingen tun, die genau das garantieren, dass niemand mehr beteiligt ist? Eine Minute läuft. Okay, die Minute ist um. Ich werde euch jetzt wieder in Dreiergruppen in die Räume schicken. Ich habe eine Bitte, und zwar ab jetzt nichts mehr in den Chat zu schreiben, weil wir nämlich gleich dann euch dazu auffordern will, dass ihr pro Dreiergruppe am Ende die vielversprechendste Idee, Interaktionen derart zu sabotieren, in den Chat schreibt. Also, ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit, um euch darüber auszutauschen, und in der letzten Minute bitte einigt euch auf die wirklich beste Idee, das zu erreichen, was ich euch gefragt habe. Willkommen zurück. Schreibt eure 1 bis maximal 2 vielversprechenden Ideen in den Chat. Richtig gute Ideen. Okay, ich glaube, schreibt euren Satz noch zu Ende. Ich erzähle schon mal weiter. Wir haben auf jeden Fall genug Futter. Donald Trump nachmachen, sehr gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt von TRIS. Passt gut auf. Was kommt dir davon bekannt vor? Was machst du selbst davon bereits so oder so ähnlich? Geh alle Antworten im Chat durch und versuch dir entweder per Zettel und Stift oder dir das irgendwie zu merken, was innerlich Haken zu setzen. Was davon machst du eigentlich so oder so ähnlich bereits selbst? Ihr habt dafür 3 Minuten Zeit. Okay, wir kommen zum dritten Schritt von TRIS. Hört auf damit. Lasst es sein. Wir stellen uns die Frage, wie können wir das stoppen oder wie könnt ihr das stoppen? Normalerweise würden wir diesen und den Schritt davor, wenn wir das mit unserer Gruppe machen, gemeinsam überlegen. Jetzt war das eine sehr persönliche Reflexion, die ihr angehen solltet. Und dennoch will ich euch jetzt mit einer Kombination, mit einer anderen Liberating Structure die Möglichkeit geben, euch gegenseitig zu beraten und zu überlegen, wie könnt ihr das eigentlich stoppen. Und dazu nehmen wir die Liberating Structures 15% Solutions.
die hat den Sinn und Zweck, ins Handeln zu kommen, indem du dich auf die Maßnahmen fokussierst, die du sofort und ohne fremde Hilfe oder Ressourcen oder fremde Erlaubnis umsetzen kannst. So, also der dritte Schritt von Triss doppelt mit 15% Solutions, eine Kombination aus den beiden Diverting Structures. Was ist eine 15% Lösung? Das steht so ein bisschen symbolisch als Gegensatz da auch zu der typischen 80% Lösung oder so. Eine 15% Lösung soll die Lösung sein, wo du selbst die Autorität hast, etwas zu tun, ohne auf die Hilfe oder die Erlaubnis von anderen angewiesen zu sein. Und ich will gerne, dass jeder für sich jetzt 2 Minuten lang sich überlegt, was sind mögliche 15% Lösungen, um das Verhalten, das du gerade identifiziert hast, was dir bekannt vorkam bei dir selber, zu stoppen. Und zwar in einer Art, überlegt dir oder überlegt euch, was ist der allererste Schritt, das Verhalten zu stoppen, das eine 15% Lösung ist, wo du direkt morgen damit beginnen kannst. Pick dir die aus deiner Liste raus, die dich wirklich schockieren oder wo du denkst, du kannst eine 15% Lösung dafür entwerfen. Du hast 2 Minuten, ihr habt 2 Minuten dafür Zeit. So, die 2 Minuten sind um. Das war noch nicht alles. Ich traue euch nicht, dass das wirklich 15% Lösungen sind. Deshalb habt ihr jetzt die Chance, zu dritt wieder in Breakout Rooms euch gegenseitig eure 15% Lösungen vorzustellen und die jeweils anderen beiden, wenn das aufgeht mit den Dreierräumen, prüfen penibel, ob es wirklich eine 15% Lösung ist oder ob ihr das Gefühl habt, dass euer Gegenüber sowas sagt wie, ja, ich sollte wirklich mal das anders machen. Ist es wirklich etwas, wo derjenige oder diejenige morgen direkt ohne Erlaubnis, ohne fremde Hilfe einen Unterschied machen kann und das Verhalten stoppen kann? Gebt euch Hilfestellungen. Ich gebe euch 6 Minuten, teilt euch die fair untereinander auf. Sollten alle wieder zurück sein. Willkommen zurück. Das war der Teil des Erlebens der Strukturen. Ich hatte ja schon gesagt, Triss besteht eben normalerweise aus den 3 Schritten. Wie können wir irgendwas richtig scheiße machen, was uns wichtig ist? Was davon machen wir eigentlich schon? Und wie können wir mit dem, was wir tun, endlich aufhören? Und 15% Solutions war, was ist eigentlich in meinem eigenen Wirkungsbereich möglich und erhalte Hilfe von anderen, um zu prüfen, ob das wirklich auch die kleinen Maßnahmen sind, mit denen du, die du dir ausgedacht hast. Nochmal die Übersicht. Wir haben aus dem Menü der 33 Mikrostrukturen, ich habe gesehen, es gibt irgendwo, hat jemand geschrieben, das sind ja 35 richtig, genau, also links oben das Menü und die Designelemente sind eben keine Mikrostrukturen, sondern nur das Menü, damit das wahrscheinlich symmetrisch ist, mit aufgenommen. Wir haben Triss gerade kennengelernt und 15% Solutions. Jetzt kommen wir zur Fragerunde, wo ich euch nochmal einlade, euch für euch alleine zu folgenden Fragen Gedanken zu machen. Ihr könnt euch natürlich auch komplett andere Fragen überlegen, aber die Fragen wären, was waren deine wichtigsten Erkenntnisse heute Abend? Was ist dir eigentlich zu Liberating Structures noch unklar geblieben? Und was willst du unbedingt jetzt von mir noch wissen? Ihr habt 1 Minute Zeit, euch das zu überlegen. Die Minute ist um. Ich schicke euch jetzt ein letztes Mal für heute in Breakout Rooms und ich will euch die Möglichkeit geben, nochmal über eure Fragen zu reflektieren gemeinsam. Viele Leute verlassen uns schon. Ich schaue mal, dass ich die Teilnehmerzahl ein bisschen höher mache, damit ihr auch einen Gesprächspartner gleich habt.
3-4 Minuten, sodass wir dann Zeit haben, die Fragen auch beantwortet zu bekommen. Viel Spaß. So, es ist 19.29 Uhr oder 30. Das war's. Ich bin gern bereit, noch ein paar Minuten länger zu bleiben und ich bitte die, die jetzt eine Frage haben, die ihnen unter den Nägeln brennt, die mir noch und gleich gehen müssen, die mir zu stellen, wenn sie wollen. Dann nehme ich das gleich mal an, weil ich muss tatsächlich auch gerne gleich gehen. In unserer Dreiergruppe war eben die Frage aufgekommen, wir sind jetzt hier natürlich in dieser Lerncommunity relativ offen für solche Sachen. Wie sind deine Erfahrungen mit bestehenden Teams, die so etwas noch nicht gewöhnt sind? Sind die dann auch so offen, wie wir es hier erlebt haben? Genau, das ist immer das... Also eine korrekte Vermutung aus meiner Praxis, dass das eben im Workshop-Setting oder bei sowas immer wunderbar funktioniert und alle offen sind. Und man, wenn ich das wirklich mit Teams mache, muss man vorsichtig sein, weil es für viele auch ungewohnt ist, aus den jahrelang erlernten Rollen rauszutreten und beispielsweise eben nicht mehr die offene Diskussion dominieren zu können oder umgekehrt auf einmal mehr oder weniger gezwungen zu sein, auch was beizutragen. Und da muss man eben behutsam umgehen und schauen, ob es Leute gibt, die sich dann zurückziehen und vielleicht beispielsweise eine andere Formulierung noch anbieten. Oder sagen, hey, wenn du keine Antwort hast, nicht schlimm, lass dein Gegenüber sprechen. Vielen Dank, Daniel. Ich habe mal noch eine Frage und zwar, ich habe mal auf diese App geguckt, die du da vorhin angegeben hast. Gibt es dazu eigentlich auch eine deutsche Komponente oder ist die ausschließlich in Englisch? Also wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Mehrsprachenfähigkeit. Also es gibt eine Reihe von Übersetzungen von Griechisch, Spanisch, alles Mögliche, eben auch Deutsch. Wir machen das als Firma quasi in unserer, wir haben so eine 80-20-Regelung, Leute machen das praktisch in ihrer 20% Zeit freiwillig und das geht dann teilweise langsam voran. Wir haben inzwischen eine externe Firma beauftragt, die App weiterzuentwickeln und stecken da Geld rein, aber bestimmte Teile brauchen leider länger, als wir uns das wünschen. Kurze Antwort, es wird vielleicht Anfang nächsten Jahres auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Okay, super, danke. Ich habe auch direkt eine konkrete Frage, wenn das erlaubt ist. Ich möchte das morgen direkt das erste Mal einsetzen für ein Debriefing von einem ganzen Tag und würde ganz gerne die W hoch 3, also what, so what, what, now what einsetzen. Gibt es da noch einen Trick, wo ich ein Fettnäpfchen, was ich auf jeden Fall auslassen sollte? In meiner Erfahrung fällt es vielen anfangs schwer, diese drei Schritte voneinander zu trennen. Also bei WWW ist es so, dass man zuerst überlegt, reflektiert, was ist passiert, was sind die Fakten, dann gemeinsam überlegt, was sind unsere Schlussfolgerungen daraus und dann gemeinsam überlegt, welche Aktionen oder Handlungen leiten wir daraus ab. Und wir sind es so gewohnt, direkt in Handlungen zu springen oder eben nicht gemeinsam uns diese Stufen der Inferenzleiter heißt, das sichtbar zu machen oder zu erschließen. Das heißt, es kann nicht schaden, das an Beispielen zu Beginn gut zu erklären, wie die drei Stufen sich voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, das geht ganz gut, weil wir ein erfahrungsbasiertes Training machen und sowieso 5 oder 6 Mal reflektiert haben. Und das im Prinzip die Abschlussreflexion des ganzen Tages ist. Okay, cool. Ja, viel Erfolg. Ja, danke schön. Weitere Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt diese technische Seite von Zoom. Wie hast du das technisch aufgesetzt? Was muss man da bei Zoom, muss man da eine besondere Lizenz haben? Also es sind ja sehr viele Breakout-Sessions, ne? Kannst du das mal irgendwie
vielleicht kurz sagen, was man da beachten muss oder was man da für eine Lizenz braucht? Ich habe mir die Lizenz von Simon geliehen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Also es ist, ich glaube, die normale Profi-Lizenz, die für 10 Euro im Monat oder sowas. Und mit der sind, glaube ich, 50 Breakout-Rooms möglich. Okay, super. Ich kann das so bestätigen, auch wenn ich nicht Simon bin. Okay. Ja. Also die Frage zu den Lizenzen, das ist auf der Zoom-Seite recht gut erklärt, was da möglich ist. Zoom.us, glaube ich, ist die Adresse. Da ist das sehr gut erklärt. Ja, ich fand halt auch nochmal toll, dieses zufällige Zuordnen. Das kannte ich so noch nicht. Also okay, und dann hatten wir in der Gruppe noch die Frage, so welche der, also was sind deine persönlichen Top 3 für Innovationsworkshops? Also gibt es irgendwie, wo du sagst, damit machst du gute Erfahrungen, wenn es um innovative Dinge geht? Also der, die, kann ich das hier markieren? Zeichnen? Also für die Ideenfindung ist das hier die, die klassische Methode, 2510 Crowdsourcing. Allerdings sei gewarnt, die alleine führt oft zu unbefriedigenden Ergebnissen. Also du musst eigentlich immer noch ein bisschen das, wie sagt man, primen, um wirklich gute Ideen dabei entstehen zu lassen. Also so ein bisschen wildes, was sind gute Ideen und die ersten Schritte, und dann bewertet die ganze Gruppe. Dann, was war ein Workshop? Sag nochmal bitte. Sorry, ich habe mich jetzt schon geschaltet. Die Gruppe sagte, ja, also wie kann ich überhaupt diese Sachen für Innovation oder Innovations, ja, ich weiß es jetzt, es war jetzt nicht ganz meine Frage, aber Innovationsworkshop, Ideation-Workshops. Aber letztendlich muss man ja dann wahrscheinlich Ideen bewerten, sortieren und weiterentwickeln, ne? Also so wie du sagst. Ich glaube, also 15% Solutions könnte Sinn machen, Tris könnte Sinn machen, um zu überlegen, um diese Kreativität zu fördern, zu überlegen beispielsweise, was haben wir gerade eigentlich schon an Ideen und was davon ist Mist. Und dann ist immer hilfreich, ein Eco-Cycle-Planning zu machen, um damit kann man eigentlich die Aktivitäten oder auch Ideen einsortieren und nochmal auf eine andere Art und Weise betrachten und bewerten und überlegen, was davon wollen wir wirklich voranbringen. Okay, ja. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Super, Dankeschön. Also ich fand es super und ich freue mich, dass das online so genial funktioniert. Das hat Potenzial, toll. Danke. Eine technische Frage hinterher. Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir handschriftlich Notizen gemacht haben und nicht das Whiteboard benutzt haben? Soweit ich weiß, hat Zoom auch ein integriertes Whiteboard. Das kannte ich nicht. Okay, ich habe den Klick nämlich in meiner letzten ersten virtuellen Session auch nicht aufs Whiteboard gemacht. Ich habe es erst danach entdeckt. Okay, spannend. Das, also Tipp für dich, es gibt ein Whiteboard in Zoom. Okay, cool. Ich kenne es aber auch noch nicht. Das wäre aber bei der Gruppengröße wahrscheinlich zu viel geworden, oder? Ja, gute Frage, wenn man irgendwie eine große Hintergrundnummer schreibt, Gruppe 1, 2, 3 und die dann um die Zahl herum irgendwie ihre Notizen machen, vielleicht so ein bisschen clustert, haben wir es in anderen Formaten schon mal gemacht, dann kriegt man auf jeden Fall ein paar Gruppen auch auf einer PowerPoint-Seite, wenn man die Zoom-Funktionalität benutzt und so weiter. Also nur eine Idee, aber kann man ja nochmal reingucken. Weil es hier schon um Werbung geht, ich will gerne nochmal betonen, dass wir als Firma beispielsweise im Januar und im März nächsten Jahres, das findet man auch auf Liberating Structures EU, einen öffentlichen Workshop anbieten, wo wir tiefer in dieses Thema einsteigen und wichtige Liberating Structures gemeinsam durchspielen und das Ganze so ein bisschen problembezogen aufziehen. Also was sind so die typischen Herausforderungen im professionellen Kontext und wie kann man mit bestimmten Abfolgen von Liberating Structures dem begegnen? Wer Interesse hat, meldet euch an. Das wird bestimmt cool. Ich hätte auch noch eine Frage, Daniel.
Habt ihr Erfahrungen oder gibt es irgendwie eine Anpassung oder irgend sowas, wo man die im Kontext von Lernen, also Seminare, Trainings oder sonst wie benutzt? Also mir fallen da sofort irgendwie Anknüpfungspunkte ein. Mich würde interessieren, ob es da irgendwie schon was gibt vielleicht. Also es gibt auf der englischen Seite liberalstudyinstructors.com gibt es ein paar wenige Beispiel-Strings, also Strings sind Aneinanderreihungen von Liberating Structures, die man sich rauspicken kann. Sonst kenne ich keine Anlaufstelle für so vorgefertigtes Material. Es gibt eine riesige Community, die wo es eine Menge Google-Dokumente und Präsentationen und alles Mögliche gibt. Ich kann das vielleicht irgendwie nochmal Jürgen oder so schicken, dass er das nochmal verteilt. Ja, sehr gerne. Finde ich cool. Können wir vielleicht in den Nachbericht mit reinpacken. Den Slack-Channel hatte, glaube ich, Anja schon eben gepostet, den Link dazu. Ah, cool. Genau, das ist auch die Quelle. Also es gibt eine unglaubliche Slack-Community, die total bereit ist, alles zu teilen und alles zu beantworten und zu erforschen. Genau, ich poste es einfach nochmal rein, zur Sicherheit. So, wer hat noch Fragen? Da würde ich mich gleich einstimmen. Und zwar, hast du vielleicht irgendwelche Ratschläge, Tipps, wie man solche Structures mit einer Gruppe veranstaltet, wo manche Personen vor Ort sind und manche Personen sich online dazu einwählen? Das ist immer ein Dilemma. Also ich habe Verschiedenes probiert. Also was helfen kann, dass man, wenn die sich online einbilden, in einem Raum sind, dass man dort einen Komplizen installiert, also einen Co-Moderator, eine Co-Moderatorin und den halt mit denen dann die Zwischenergebnisse bespricht. Oder wenn das Setting so ist, die meisten sind in einem Raum, ein paar sind online, dass man vorher überlegt, wie die online sind, sich in separaten Videokonferenzen dann zu den Fragen kurz schließen. Oder man sagt, für dieses Setting gehen eben alle online und man trifft sich gar nicht im Meetingraum. Dann braucht man aber so ein Tool wie Zoom. Oder es gibt auch manche, zum Beispiel mit Slack geht es so, dass man sich gegenseitig anrufen kann. Das ist aber dann ein Verwaltungsoverhead, an dem ich schon öfter verzweifelt bin. Also das Zoom ist das einzige Tool, das das meiner Meinung nach leisten kann, das, was wir heute gemacht haben. Unbefriedigende Antwort, unbefriedigendes Problem. Okay, ja, führt so ein bisschen dazu, dass man die Leute, die online sind, in eine eigene Gruppe steckt. Tendenziell würde ich auch sagen, zu der Frage eben, wenn online, dann sind halt alle online. Wenn es so diese Mischung gibt zwischen virtuell und Präsenz, dann ist es immer schwierig. Aber das okay, Dankeschön. Ich möchte es bloß bestätigen aus zahllosen Erfahrungen von Zirkelveranstaltungen. Es ist ganz, 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 ganz schwierig. Es muss mindestens ein Video mitlaufen, und zwar ein hochauflösendes Video, dass man die Mimik, die Dynamik in der Gruppe erkennen kann als remote zugeschalteter. Ansonsten ist es tot. Einfach so meine Erfahrung oder mein Beitrag. Danke. So, noch zwei Fragen. Wer muss unbedingt noch irgendwas wissen? Oder auch nicht, genau. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Mitmachen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich übergebe an Jürgen nochmal. Ja, vielen Dank, Daniel, und vielen Dank an die Teilnehmer, die jetzt noch da sind. Ich fand es mega klasse. Ich habe auch selber wieder viel dabei gelernt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Daniel, für dein Engagement. Und ja, wie gesagt,
Ihr könnt alles nachlesen. Es gibt noch einen kleinen Nachbericht auf colearn.de und vielleicht auch mit ein paar Links gespickt. Und ja, man hat ja einiges mitbekommen in dem Chat. Ich kann mich nur anschließen. Danke, ich bin überwältigt von eurem Dank, aber auch von dem Sprint an sich. Das ist einfach mega geil gelaufen. Anders kann ich es nicht sagen. Vielen Dank an euch alle. Und einen schönen Abend noch. Und danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Danke, tschüss.